Madame. Da ist sie. Haha. Oh Mann. Die Polygons sind einfach lustig. Ich bin Impa, Überlebender der Regierka. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ja, ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Ich find's cool, dass sie das mit der Hand macht. Da wie im Hintergrund gehört man gerade so synchron. Melodie, die dazu passt. Ja, also schön im Takt und so. Naja. Hat so die richtige Note gedrückt. Übrigens, mit Ocarina kann man alle möglichen Lieder spielen, wenn man sich im Griff hat, also mit Halbtönen und so. Und faktisch haben wir eigentlich nur 5 Töne zur Auswahl. Und dann kann man mit der R-Taste noch Halbtöne dazwischen machen, beziehungsweise die Töne, die halt fehlen, nur spielen. Aber das habe ich nie. Das bin ich nie besonders gut gewesen. Du hast Zelda das Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss geleiten. Oder führen. Das ist nur schön, geleiten. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Goronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Yeah! Geh mit zu der Corona. Auf Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Ah, stimmt, das ist ja Siegsi, genau. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Ah, und der Dings, wo hier an der Schild. Das Lied, das ich dir gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Ist auch schon cool. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Also, es ist ja keine große Sache so. Huip. Okay. Also, gehen wir mal schnell zurück. Zwar muss ich Dings holen. Der Schild, weil auf dem Todesberg oben ist, das ja, ist gut, wenn man den hat. Nein, Geld brauche ich nicht, habe ich. Bam, bim, bim, billi, bim, 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 billi, bim. Doch, gemischt worden. Bazar. Willkommen. Yep, kaufen. Weenininin. Nö, ja, passt. Jetzt habe ich wieder nichts, aber passt schon. Keine Sache. Ausrüsten geht. Speichern. Ah, die 5 Kontrollen soll ich auch schon angegeben. Der andere Grund, wieso ich den Schild sowieso brauche, ist, der Holzschild im Todesberg ist ein bisschen ungünstig, weil, ja, ein Todesberg, Feuer, Lava, mein Schild wird da so relativ schnell eigentlich verbrennen. Aber easy. Hylia-Schild passt. Also, jetzt gehen wir doch noch auf Kakariko. Und, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, muss ich nochmal mit der Eule reden. Genau. Das gehört jetzt halt dazu. Bim, bim.
Warte mal, ist nicht der Baum da? Du musst schon mal schauen. Nein. Irgendwie bei einem Baum geht das Loch auf, wenn man dran stößt. Da weiss ich, bei dem Gross hat es nur mal eine Skulptur drunter. Wenn es dunkel ist. Oh, hoppla. Ah, oh, ich muss ein paar Rubine haben. Ja, habe ich wieder ein paar. Nein, scheißegal, ich kann. Nein, ich schaff's wahrscheinlich nicht mehr, oder schaffe ich es noch? Oh ja, kennt ihr das mit den Hühnchen? Ich weiß nicht, wer schlau es ist. Ach komm, ich zeige es schnell. Hühnchen. Ja, aber die Hühnchen kleine Nerven bzw. verletzen. Kommt nicht so gut. Und zwar aus dem Grund. Ah, nein, braucht es noch einen? Ah, 5 Schläge, okay. Au! Genau. Die können mich jetzt angreifen, bis ich sterbe. Darum abhauen. Ja! Will die Wiener haben. Also, gehen wir mal auf, vielleicht ist es immer noch ein Tag. Yep, ist es. Ah, stimmt das mit den Hühnern? Ich muss sie ja eh aufpicken. Hopp! Weil, wie heißt die schon wieder? Hat die überhaupt einen Namen? Oder nicht? Auf jeden Fall, ich brauche die Hühner, weil, Mademoiselle da hinten, ich zeige es euch jetzt gerade, über, denn ihre Hühner sind halt dann gekommen. Und ich muss sie alle gut einsammeln. Ah ja, genau, so hier ist es. Dillidin, meine Hühner sind davon gerannt. Bitte fange noch 6 weiter. Genau, machen wir doch. Weil... Komm, ich komme schon wieder rüber. Das Glas. Glaub's. Hey! Ja, ich weiß, dass ich von Dosisberg auf muss. Ah nein. Was Salia wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir Hyrule retten? Ja. Das ist halt unsere Bestimmung. Ich glaube, Sally weiß mehr, als man meint. Oder muss ein Herzchen holen. Schaffe ich das eigentlich so? Nein, so schaffe ich es nicht. Zimmersleute finde ich immer lustig, wenn sie einfach am Rumsäckeln sind die ganze Zeit. Ja, genau. Hopp! Oh, hoppla. Ja, genau. Ich muss das Ding ausrichten zuerst, die Kamera ausrichten zuerst. Ist nicht super gerade. So, jetzt. Ah nein, ich muss ja. Ich muss da über. Ich darf nicht gerade säckeln, voll vergessen. Dort hinten ist das eine Hündchen, das ich sonst nicht holen kann. Ich muss sogar zweimal hinterkommen, gerade sehen. Ich muss rechts von der Mühle rauf. So. Ich schau mir das nicht einfacher. Kopf. Das ist doch so gegangen, oder nicht? So verirrt. Na, ich glaube schon. Ah, ich habe im Hühnchen über nicht ab. So geht's gar nicht. Nein, so geht's gar nicht. Ich muss mit Hühnchen. Ah, stimmt. Ich nehme mir eins von denen, wo ich schnell wieder finde. Flatter, flatter, flatter.
Schaffe ich es auch so? Das gar nicht mehr. Nein, schaffe ich nicht. Stimmt. Das ist die grosse Challenge. Oh, die grosse Challenge mit dem Hündchen auf den Haar geschmeißen. Ich glaube so, oder? Nein. Geht ja nicht! Moment! Gut. Schafft es? Komm. Hündli. Yes. Nein, nicht. Ach, ich zeig ihn, Mann. Kann ich mal versuchen? Gib ihm. Hopp, und aufpicken und geradeaus laufen. Ich kann ein bisschen rechts drücken. Jetzt schaffe ich es. Gut. Wir sind zurück. Wir holen. Ich glaube, wenn ich es da runter schmeiße und nie reingehe, bin ich da. Sollte es eigentlich. Ja, genau, das ist der, der nicht hochkommt. Das runter schmeißen. Ups. Sorry. Und da noch hinten rauf. Oh. Hoppa, klagen. Ist da eigentlich etwas? Ist das Herzteil oder etwas? Irgendetwas ist doch da. Nee. Das habe ich gemeint. Okay, easy. Aufpicken! Komm, Hörnli. So. Ja, und da sind die anderen beiden. Perfekt! Also nicht mal zweimal müssen wir hinterher Hörnli holen. Zank! Pick! Ja. Wie viele sind es? 7 insgesamt, hä? 1, 2, 3. Es ist noch eine Kiste drin, genau. Da habe ich auch Ewigkeiten gehabt, bis ich das gecheckt habe. Oh! Dabei sind. Nicht aber hier. So. Da ist dann der Kleine. Oh, hopp. Ich glaube, jetzt habe ich die schwierige Hand. Jetzt muss ich nur die einzelnen. Was am Umhörner sind. Hopp. Genau, dort oben ist noch eins und die Kiste. Und da habe ich gerade diese, oder? Bam! Ja, ich habe gerade zählig gesehen. Und zuerst also weiter weg sind. Was ist eigentlich schon wieder auf dem Turm oben? Das Herz, der glaube ich. Mal schauen. Der Zimmermann hat eigentlich schon die schönste Frisur, nicht? Ja, komm jetzt. Ich war Elvis locken, hey. Was? 5? Ne, Moment. Ich hab gleich noch eins. Ist da hier oben noch eins gewesen?
Ich muss schnell schauen. Da oben ist keins. Das erste habe ich auch aufgepickt. Ja. Ich bin verwirrt. Aus dem Ding darf ich glaube ich nicht rausgehen. Aus Kakariko raus, sonst würde ich es nämlich verlieren. Also, wird es sich natürlich wieder zurücksetzen, ihre Plätze, die sie vorher gewesen sind. Schauen. Also, mal fällt das ist mal noch. Dann. Komm jetzt. So, fliegen wir mal. Ah, und der Leiter noch ist auch noch ein Skulptur, schau ich nach, wenn wir in der Nacht sind. Irgendwo kriege ich noch ein normales Gacker. Ist das da oben noch? Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch. Bäuerin, die allergisch ist gegen Hühner. Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Oh ja, voll. Stimmt, das habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Ja, das ist wirklich wertvoll. Vor allem, wenn man einen Feenbrunnen findet. Perfekt. Nein, komme ich jetzt da rauf? Ich habe mit dem Chef geredet, also mit dem Chef, mit dem Typ geredet da. Dann. Genau, jetzt hat er mich nämlich so schon abgedrängt. Was ist denn der für ein Schatten? Das hat der Schatten eine falsche Orientierung, hä? Komm, komm, komm! Nicht abgedrängen! Huh! Schau dir die Kleinen darüber an. Sie kümmert sich aufopferungsvoll um ihre Hühner. Und das, obwohl sie gegen Federn aller Art allergisch ist. Was für ein Mädchen, ich würde ihr gerne helfen. Ich fühle mich zurzeit wie ein Wohltäter. Geht sie nicht auch so? Komm mal, bin ich auch. Der Wohltäter. Ah, da ist ein Skultulla-Haus, aber das bringt jetzt nicht, wenn ich reingehe, weil ich habe erst 5 gefunden. Das heißt, ich kann am besten noch ein bisschen weiter. Habe ich so schnell etwas zum Entdecken? Ja, Dings, glaube ich, der. Warte mal. Was ist da schon wieder alles? Warte mal da. Ey, Kleine. Bist du zum ersten Mal in Kakariko? Die mächtige Impa? Eine großartige Frau hat das Dorf für einfache Leute wie uns erbauen lassen. Fühle dich ganz wie zu Hause. Das Essen ist allerdings noch nicht fertig. So. Und dann. Ja, yeah, ich glaube jetzt. Ja, passt, kann ich nicht mal zu viel mehr machen. Schau mal auf die Tour. Jetzt bin ich schon einen Moment dran. Wisst ihr was? Ich mache. Oder den Aufstieg zum Todesberg. Das tun wir wieder. Ah, stimmt. Ich mache den Aufstieg zum Todesberg durch das nächste Mal. Wobei, das muss ich jetzt schon schnell machen. Schnell dem Typ dort oben Hoi sagen. Schau, ich muss gerade schaffen auf Anhieb. Oder. Muss ich zu dem da oben oder zu dem auf dem Dach? Also beiden. Wo ich das Herzteil bekomme. Da sind nur Schmetterlinge. Okay. Möchte nicht? Suche mal, da komme ich rauf. Nicht! What the fuck? Okay. Ui, knapp gesehen. Da komme ich irgendwie anders rauf. Hallo! Ich komme nicht mehr vom Dach herunter. Aber dafür kann ich Tag und Nacht den Todesberg anschauen. Das ist auch schön. Ja, aber das ist ja, wahrscheinlich schon ein bisschen langweilig, ne? Easy. Gehen wir schnell zum Händler. Haben wir da schon was? Nein, der ist noch gar nicht da. Hey Job, wenn du noch viel Geld für wenig Arbeit bekommst,
Da fällt mir nur Diebstahl ein. Du findest, das wäre kein gut. Findest, das wäre keine gute Idee? Ja, nicht so. Also wirklich. Ah ja. Okay. Also, hey. Ja, merci fürs Zuschauen mal sicher. Ich werde nächstes Mal wieder weitermachen und gehe dann auf den Todesberg rauf. Nein, nicht. Kein Todesberg rauf. Wo ist er? Da. Mal Corona besuchen. Und machen dort mal die Dongo-Höhle unsicher. Hey. ja, genau. Aber merci fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss.